Ich muss gerade ehrlich gesagt ein bisschen grinsen, weil ich mir vorstelle, Kisten ausräumen bei den Kellys. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich hab als Jüngster habe ich immer alles geschleppt. Und wir sind sehr oft umgezogen. Und ich weiß noch, als wir dann in den Schloss eingezogen sind, habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Wochen lang den ganzen Tag nur Schränke und Kisten und alles geschleppt. Und heute habe ich aber Kinder, die das für mich machen. Das ist gut. Das ist... Ich verstehe. Das heißt, Angelo, hast du deshalb so viele Kinder, weil du jemanden zum Kistenschleppen Ganz brauchst? Ganz genau, weil ich viel Zeug habe und deswegen brauche ich viel mehr. Nein, wir müssen gratulieren. Ne? Du bist gerade zum 5. Mal Vater geworden. Richtig. Ne? Ja. Danke. Guck mal, was für ein schönes Bild. Das ist hier Kelly Family Reloaded, möchte ich mal sagen. Ne? Ja, sagen manche, kann ich verstehen, aber nee, wir sind schon unsere eigene Familie. Na logisch, ja, nein, so ist es nicht gemeint. Ja, guck mal, das war das Original, das war noch mal ein bisschen größer. Ein paar mehr, auf ja, jeden Fall. Aber ihr seid ja alle sehr, wie soll man sagen, fruchtbar ist vielleicht das richtige Wort. Also. Naja, ich wohne ja mit meiner Frau mittlerweile in Irland. Und was soll das denn heißen? Da ist es oft sehr kalt. Da ist die Luft gut. Viel Regen. Aha. Und wir heizen das Haus mit einem Kamin. Und naja. Man ist häufig unter der Bettdecke, wolltest du sagen. Ja. Weil es ein warmer Platz ist. Ich verstehe das. Aber gibt es so einen internen, habe ich mich gefragt. Joey ist doch auch mittlerweile... 4. 4 Kinder. 4. Und weißt du, was lustig ist? Als ich ihm anrief und sagte, du Joey, wir erwarten ein weiteres Kind. Dann war er so... Mensch, Angelo, wir auch. Und wir waren nämlich zur gleichen Zeit schwanger. Also ihr beide nicht, aber eure Frauen, ja. Ja, ja, danke. Und also ein Wunder eigentlich, weil Joey ist immer unterwegs und ich bin auch viel unterwegs. Also weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben. Und naja, auf jeden Fall, er so, Mist, dann hast du mich wieder überholt. Er dachte endlich, dass er auch 4 hat und gleich stand. Und ich so, tut mir leid, Joey, ist halt so. Ne? Aber... Joey will immer gewinnen. Ja, ich weiß auch. Ich sag mal, Joey, das ist doch kein Sport. Ja. Das ist sozusagen der Kelly-Sport, das Kinderkriegen, ja. Aber ich finde das ja unheimlich schön. Also das ich merkt auch. Man ja bei allen, bei euch allen. Ihr habt alle viele Kinder, ne? Es geht. Also es ist so 3, 2, 4. Mein ältester Bruder Paul, der in Irland lebt. Ist das der Imker? Genau. Der mit dem Bienen, großen ja? Bart, verrückte ja. Paul, der hat 7 Kinder. Ja. Da ist aber einer ganz weit vorne, ganz ne? Genau, ganz genau. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja. Aber der ist, deswegen bist du nach Irland gezogen, der lebt auch in Irland. Ja, ne? Genau. Nein, ja. Quatsch, ja. Quatsch. Aber das heißt, die Idee, irgendwann mal selber auch so eine große, schöne Familie zu haben, hat man die automatisch, wenn man in einer solchen Familie aufwächst? Bei mir schon, weil für mich war das, in eine Großfamilie aufzuwachsen, war wirklich nur positiv und hat mir sehr, sehr viel Geborgenheit gegeben, viel Liebe gegeben. Und für mich war das ganz selbstverständlich. Ich will später eine große Familie haben. Und ich müssen jetzt nicht 12 werden, aber 5 ist unglaublich, ein Riesengeschenk. Das glaube ich dir, aber die... Das war ja auch eine unglaublich unkonventionelle Art zu leben. Ne? Also ihr wart ja alle niemals auf einer Schule. Genau, keiner von uns. Deine 5 Kinder jetzt, also der Kleine jetzt, gehen die auf die Schule? Nee, wir haben die ältesten 2, als wir noch in Bonn gelebt haben, vor 6 Jahren noch, waren die da noch in der Schule. Aber da kam für mich der Punkt, nach ein paar Jahren, wo wir so ein bisschen bürgerlich gelebt haben. Bürgerlich? Naja. Allein wie er guckt dabei. Für mich war das halt sehr ungewöhnlich. So angewidert guckst du bei bürgerlich. Nein, es ist einfach, es tut mir leid, ich mache mir gerade sehr viele Feinde, aber ich habe halt das komplette Gegenteil mein ganzes Leben erlebt. Und ich habe gemerkt nach ein paar Jahren, dass ich irgendwie das nicht tue, also nicht meinen Kindern das gebe, was ich selber bekommen habe als Kind. Dass viele Reisen, viele Kulturen kennenlernen, Sprachen, da habe ich mich schlecht gefühlt dabei und habe über ein halbes Jahr darüber nachgedacht, sollen wir nicht vielleicht mal ein Jahr einfach verreisen und so einen alten Bus kaufen? Und ich habe es meiner Frau noch nicht gesagt, aber da ist uns ein kleines Unfall passiert. Die kleine Emma, die war 3, die ist von einer Rutsche gefallen und ist an den Sand fast erstickt, fast gestorben. Und habe das rausgerissen und dann kam sie wieder zu sich. Und danach ging bei mir so ein Schalter so,
Komm, verschwende keine Zeit, du weißt ja nie, was passiert. Es kann immer ein Kind sterben oder irgendwas passieren. Das Leben ist sehr brüchig. Richtig. Ja. Und man schiebt immer diese Ideen aus. Und da habe ich meine Frau am nächsten Tag gesagt, was hältst du von dieser Idee, dass wir ein Jahr reisen, alles hinter uns lassen? Und sie meinte, sie war Tränen gerührt, meinte sofort. Und daraus wurden drei. Und nach 3 Jahren Reisen um Europa dachten wir so, zurück nach Deutschland, wieder bürgerlich leben, geht für uns nicht. Wir müssen dann einen Weg finden, viel freier zu leben. Und das haben wir für uns in Irland gefunden. Aber nochmal diese Wohnmobilreise. Wie viele Kinder waren das dann? Damals waren es 3 und wir waren gerade verreist, ja. Und schon wurde Kira wieder schwanger. Und dann waren es 4. Auch im Wohnmobil ist es kalt. Ja, genau. Ja. Und, aber es war super. Also der kleine Joseph, der jetzt 4 ist, für ihn, er vermisst den Bus. Das glaube ich. Weil er ist da so reingewachsen und das war für ihn zu Hause. Aber mittlerweile vermisst er Irland, wenn wir weg sind. Und das ist also auch gut. So, und wie habt ihr das dann gemacht mit der Schule, mit dem Unterricht? Also wir haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass wir auf eine Art Weltreise, Europareise gehen. Das kann man dann für ein Jahr bekommen. Die haben wir dann verlängert bekommen für ein zweites Jahr. Und dann sind wir von Deutschland ganz weggezogen. Und, Wahnsinn. In Deutschland herrscht immer noch Schulpflicht, ja. Aber Deutschland ist eine der einzigsten Länder in Europa, die das so hat. Es gibt fast in jedem Land Homeschooling, ist erlaubt. Es gibt unterschiedliche Systeme. Wer hat die Kinder unterrichtet? Dann deine Frau? Ja, klar. Meine Frau, wir haben das direkt von Anfang an so gemacht. Und das zieht ihr wirklich durch? Ja. Ja. Auch jetzt in Irland? Macht auch ihr das jetzt, auch so? Auch auf Tour. Alles. Welche Fächer macht sie? Sie macht im Prinzip alles, was so nötig ist. Und dann was ist denn so nötig? Ja, ich meine... Naja, es muss ja nicht unbedingt Chemie sein. Ne? Also das kann man dann extern dazu holen. Man kann sich auch Kurse dazu bringen. Man kann auch, wenn wir Musiklehrer haben, wenn wir zum Beispiel ein Schmied im Dorf lebt, dann haben wir mal eine Zeit lang bei ihm Unterricht genommen. Man kann das ja auch... Ein Schmieden? Ja, genau. Man kann ja auch andere Sachen reinbringen, außer das, was man so kennt. Das heißt, ihr macht eure eigenen Schulpläne im Grunde? Auch, eine Mischung, ja. Und das geht? Das geht. Ist in Irland erlaubt, ist in der Verfassung, Grundverfassung drin. Sehr anders, sehr liberal. Ja, das ist interessant. Also die Kinder, ja, mögen das dann, mal der eine ist Schmied, der andere wird Sänger und der nächste... Ich habe das erlebt, ich bin ja nie in der Schule gewesen. Ja. Und für mich war das eine sehr gute Erfahrung. Meine Frau ist wiederum in der Schule gewesen, hat auch studiert. Und so haben wir 2 ganz unterschiedliche Erfahrungswerte. Für uns gibt es die Möglichkeit, als Familie auch zu reisen, auch... Klar. Wirklich unseren Tempo vorzugeben. Wir müssen nicht einem strengen System nachgehen. Was unterrichtest du? Ich unterrichte Musik, manchmal tatsächlich Sport, aber ich lasse die mehr machen. Aber ich hab richtiger Schleifer. Nein, ist so, ich habe unser Haupt-Security-Mann 8 Jahre lang, Ingo Mertens, der war ein Thai-Boxer. Und der hat uns diese ganzen Jahre lang unterrichtet. Und auch wenn ich nicht so fit wie früher bin, ich kann immer noch einen sehr guten Low-Kick geben. Und dann unterrichte ich die Kinder auch Sport und auch Kampfsport. Das ist gut für die, es gibt denen Selbstbewusstsein. Musik natürlich, mhm, auch gerne auch ein bisschen, ja, über Politik, über Volkswirtschaft, ja, Geschichte, all die Themen, die mich beschäftigen. Ja. Musik ist gerade das Stichwort, Angelo. Was wissen denn deine Kinder von deiner verrückten Popstar-Vergangenheit? Die wissen viel, aber... Es kommt immer wieder was auf, wo die dann sagen, Papa, was ist das? Und ich gucke selber und denke, ach stimmt, das ist auch passiert. Ja, tut mir leid. Ja. Zum Beispiel? Das war einfach zu viel. Also, ja. Es passiert ständig, weißt du, dann hören die Kinder plötzlich Justin Timberlake. Ja. Und dann sage ich, ja, den kannte ich mal, weißt du. Der war mit NSYNC immer auf die Bravo Super Shows und ganz, ganz entspannter Typ. Die so, du kannst den, weißt du? Und es passiert halt immer wieder so lustige Sachen. Ja. Sehr lustige Sachen ist das Stichwort. Du bist gerade in Amerika, habe ich mitgekriegt, zu einer Berühmtheit geworden. ja, wir haben früher immer versucht, tatsächlich irgendwann, wir wollten irgendwann in Amerika groß werden. Haben es aber nicht geschafft. Mhm. Haben es auch nicht wirklich, wir haben nicht die Zeit dafür genommen, aber ob es geklappt hätte, keine Ahnung. Mhm. Und vor ein paar Jahren... Da waren wir gerade auf Reise und ich habe an dem Tag irgendwo in Frankreich auf der Straße gespielt und keine Sau ist angehalten, weil es war einfach am Regnen. Und ich kam zu Hause im Bus und dachte, ach, was für ein blöder Tag. Und dann
kriegte ich eine E-Mail, dass in Amerika gerade ein Video wie verrückt rumging, war auf die größte Talkshow, wurde es da gezeigt. Ellen DeGeneres. Ellen, genau. Und jetzt bin ich als The Pee-Pee Man in Amerika bekannt. Also ich habe es geschafft. Was heißt Pee-Pee Man? Es war ein Lied, was ich mit 5, 6 Jahren gesungen habe. Das war noch in Kesselbund, glaube ich. Oder es war eine Sendung in der DDR. Wir waren kurz vor der Wende, waren wir noch in der DDR. Und haben da, das heißt, ihr habt die Mauer zum Einschutz ganz gebracht. Ganz genau, ja. Richtig. Ihr habt sie niedergesungen. Wir haben ja. Noch richtig... Ja. 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 Nein. Die Sowjetunion hat ja. Versucht, immer alles dran festzuhalten. Ja. Wir Kellys kamen rein und dann war vorbei. Ja. Genau. Nein, wir haben da gespielt und ich habe da ein Lied gesungen, das hieß Pee-Pee. Ain't gonna pee-pee. Es war mein erstes Lied, was ich geschrieben habe. Also ein richtiges Kindheits-Jugendsünde sozusagen. Aber es wurde auf Film festgehalten. Und wie gesagt, in Amerika bin ich damit... Warum hast du dieses Lied geschrieben? Was war der? Nein, der Grund war, ich habe sehr, sehr tief geschlafen und dadurch oft ins Bett gemacht. Ah, okay, okay, okay. Richtig. Und habe ich auch kein Problem, das zu erzählen. Passiert mir heute noch? Nein, Quatsch. Nein. Nein. Und wir haben da, okay, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Und dann. Mein Vater, der ja. War am Verzweifeln. Der ja. Hat mich jede Nacht aufgeweckt. Der hat meinen Bruder Paddy immer aufgeweckt, um mich aufzuwecken. Ja, und sagt, du musst mal. Genau, zu Klo bringen. Und es hat nicht geholfen. Ich habe einfach wie ein Stein geschlafen. Ja. Und dann hat er mir gesagt eines Tages, Angelo, schreib doch mal ein Lied darüber. Und er dachte, das würde irgendwas so helfen. Als Therapie. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Und es ist ein unheimlich süßes Lied. Es ist sehr lustig. In Englisch klingt das alles sehr anständig. Wir hören mal ganz kurz rein. Oh ganz Gott. Amerika war oh verrückt. Gott. War verrückt. Danke, nach diesem. Du bist wirklich ein Freund. Dankeschön. Ich weiß, ich weiß. Dankeschön. War verrückt. Die Amerikaner sind verrückt. Bis heute, ne? Die haben dich eingeladen und du wolltest aber nicht. Genau. Jetzt kommt Deutschland an die Reihe. Schau mal. Oh mein Gott! Oh, Mann. Ich bin ehrlich. Haben das die Kinder schon gesehen? Das haben die Kinder tatsächlich gesehen, aber genau als es dann in Amerika losging. Und ich habe meine Frau das erzählt und dann fragten die Kinder, worum geht's? Ja. Da habe ich gesagt, Kinder, das müsst ihr mal sehen. Es geht ans Eingemachte. Aber die Reise geht jetzt nicht in die USA demnächst mit. Nein. Also, ihr seid gerade, ich will gerne darauf hinweisen, habt ein Weihnachtsalbum gemacht? Richtig, Irish Christmas. Irish Christmas. Wir haben uns von der irischen Musik sehr inspirieren lassen und gerade das Traditional Musik ohne Gesang und haben das mit der alten klassischen Weihnachtslieder verbunden. Lass mal kurz reinhören, weil es so schön ist und so entspannt, euch da mal zu sehen. Die neue Kelly Family sozusagen. Okay. Sehr schön. Irish Christmas. Ja. Also was ich immer an den Kellys wirklich mag, ihr seid so angstfreie, tiefenentspannte Menschen. Das haben wir hier auch wieder gesehen. Dank dir sehr, Angelo. Und danke, alles Markus. Gute für euch, für alles, was da jetzt ansteht. Wir haben Elaine.